Hallo, liebe Kampfsportfreunde. Hier ist Dima Weimer, WKN-Weltmeister und 2011 hoffentlich auch IPTA-Weltmeister. Und ihr hört Ground and Pound Radio. Ground and Pound. Ground and Pound. Ground and Pound. Hallo und herzlich willkommen, liebe Kampfsportfreunde. In unserer heutigen Sendung dreht sich alles um die Weihnachtsgala der WKN, die am 10. Dezember in der Wandsbeker Sporthalle von Hamburg stattfinden wird. Wir fassen für euch die wichtigsten und interessantesten Kämpfe zusammen und haben zudem noch drei interessante Interviewgäste, die ich später noch in der Sendung begrüßen werde. Mein Name ist Tobias Gerold und ihr hört Ground and Pound Radio Impact Zone. 20 Jahre Weihnachtsgala in der Wandsbeker Sporthalle von Hamburg. Klar, dass diese Event sich mittlerweile zur festen Größe im Kalender der Kampfsport-Events in Deutschland entwickelt hat. Auch heuer haben sich die Veranstalter einiges einfallen lassen, um den Zuschauern einen spannenden Kampfabend zu bieten, denn gleich 5 Titelkämpfe stehen dabei auf der Fightcard. Zum einen verteidigt der lange Schlags aus Eichen Kevin Botz seinen IPTA Pro-M-Titel gegen Maiwan Agandewal aus Kiel. Um den internationalen deutschen Pro-M-Titel nach K1-Regeln geht es zwischen Aram Mutafian aus Rostock und Dennis Toprak aus Hamburg. Auch die MMA-Fans werden in Hamburg natürlich auf ihre Kosten kommen, wenn Timur Dugazayev im Kampf um den Pro-M-Europatitel in den Ring steigen wird. Eine ganz explosive Spannung verspricht der deutsche Muay Thai-Titelkampf zwischen Hakan Kilinc aus Hamburg und dem Berliner Femi Dazi. Eigentlich kaum vorstellbar, dass gerade dieser Kampf über die volle Distanz gehen soll, denn beide Kämpfer sind immer für einen Knockout gut und ich bin mir sicher, dieser Kampf wird auch ganz nach dem Geschmack der Zuschauer sein. Ja, ich hatte es gerade gesagt, 20 Jahre Weihnachtsgala in der Wandsbeker Sporthalle und wenn wir schon über eine so lange Serie sprechen, was bietet sich da besser an, als einen der Zeitzeugen in der Sendung zu haben, der von Anfang an mit an Bord ist, die Topstars in den späten 80ern angefangen hat, nach Hamburg zu holen und maßgeblicher Bestandteil des Erfolges in der Hanse-Metropole ist. Ich sag nur Hallo und herzlich willkommen, Wolfgang Gier. Ja, hallo Tobias. Wolfgang, nochmal herzlich willkommen in unserer Sendung. Schön, dass du in der doch recht stressigen Vorbereitungszeit die Zeit gefunden hast, bei uns reinzuschauen. Wie laufen die Vorbereitungen so von der Weihnachtsgala in der Wandsbeker Sporthalle? Ja, die laufen nach Plan. Also so von dem Technischen alles her ist alles einwandfrei. Nur wo die meisten Probleme immer sind mit den Kämpfern. Ne? Da haben wir manchmal unsere Probleme, dass die noch 2 Wochen vorher einen Kampf annehmen. Und das ist alles nicht so gut. Das ist richtig. Die Fightcard, die verspricht ja einen absoluten Knaller-Event. Da muss man sagen, da werden sicherlich keine Geschenke verteilt, auch wenn man sich in der Vorweihnachtszeit befindet. Dima Weimer, Florian Okunade, Asmir Burgic, Merjem Uslu, Kevin Burmester, Femi Dazi. Die Liste ist ja noch lange nicht fertig. Gibt es da auch so einen Kampf, wo man sich als Veranstalter so persönlich am meisten drauf freut? Ja, erstmal auf den Kampf von Dima. Denn wo ich mich auch drüber freue, ist der Kampf Hakan Kilic gegen Femi Dazi. Das ist wirklich ein toller Kampf. Und dann, ja, die Frauen, die wir haben ja 2 Frauenkämpfe. Richtig. Und wir haben insgesamt ja 5 Titelkämpfe im Muay Thai. Das freut mich zügig am meisten, wenn Muay Thai gekämpft wird. Unter anderem Kevin Botz. Kevin Botz, ja, der hat auch noch vor 2 Wochen gekämpft oder vor einer Woche. Ach, je. Das ist dann immer, wir reden ja. mit den Trainern, die sind alle so unprofessionell. Und naja, aber der kämpft gegen den Maiwan Agandewal. Wird sicherlich auch ein ganz interessanter Kampf, vor allem, weil Kevin Botz, da denkt jetzt wahrscheinlich jeder Hörer, wer ist es, kenne ich nicht. Zur kleinen Info für die Hörer, Kevin Botz kommt vom Mang und Juk Gym aus Eichen in der Nähe von Frankfurt, ist amtierender IPTA-Champion. Also sollte man nicht unterschätzen, den baumlangen Kerl. Wiegt 72 Kilo und ist 1,96. Ja, das ist kaum vorstellbar, aber ist wirklich so. Ich habe ihn schon ein paar Mal gesehen. Der Junge hat sich so still und heimlich so hinter den bekannten Namen richtig gemausert. Jetzt, wenn man auf die Fightcard guckt, fehlt eigentlich aus Hamburger Sicht oder auch aus Jim Kwan Sicht ein Name. Martin Jahn. Ja, den hätten wir natürlich gerne genommen. Ist los. Aber der hat einen Vertrag mit der Premier League und deswegen kann er nicht kämpfen.
Das ist das Problem. Ja, du hast es gerade gesagt, Muay Thai Premier League. Der Martin war beim Debüt dabei, ist gegen Philipp Verlinden in den Ring gestiegen. Sicherlich ein ganz, ganz starker Mann, hat leider verloren. Jetzt hat man ihn auf der zweiten und dritten Veranstaltung in Italien nichts mehr von ihm gehört. Wie geht es jetzt eigentlich weiter? Beziehungsweise wie geht es eigentlich generell weiter mit der Muay Thai Premier League? Weil neue Daten für Veranstaltungen, die waren so noch nicht zu finden. Nee, normal sollte er in Bangkok kämpfen am 5. Dezember. Das ist ja, wird immer alle 2 Monate, wo er kämpft. Deswegen war er in Italien ja nicht dabei. Und aber da ist irgendwie, haut das noch nicht hin, auch durch die ganzen Unwetterkatastrophen da, diese Flut. Und jetzt warten wir jeden Moment, dass wir den neuen Termin kriegen, wenn er dran ist. Ja, ich denke mal, das wird wahrscheinlich, weil du gesagt hast, 5. Dezember wahrscheinlich im Rahmen vom Kings Cup gewesen, schätze ich mal. Klar, der findet dies ja nicht statt. Warum, hast du ja auch gerade gesagt. Ihr habt es eben auch gerade gesagt. Ihr habt zwei Frauenkämpfe. Unter anderem wird Meriem Uslu nach überstandener Verletzung ihr Comeback geben. Wie ist denn aktuell so ihr Fitnesszustand? Wie weit ist sie jetzt schon? So Gut. eine Woche vorm Kampf. Also sie ist ja trainingsfleißig. Sie trainiert ja ein bis zweimal am Tag. Und also sie ist gut. Sie hat sich auch sehr, sehr gesteigert, wenn man so ihren Werdegang so guckt. Sie ist beweglicher geworden. Auch sie nimmt auch mehr. Also sie ist, am Anfang war sie so ein bisschen so, konnte sie den Druck nicht ab. Und heute lebt sie davon auch. Also Ja. einfach top, muss ich sagen. Da bin ich aber wirklich gespannt. Für alle Hörer noch der Hinweis: Meriem Uslu werden wir später auch noch in der Sendung zu Gast haben. Zurück zur Weihnachtsgala. In Hamburg, man ist ja keine kleine Stadt, da gibt es auch sicherlich mehrere Locations, wie jetzt die Wandsbeker Sporthalle. Ist die jetzt sowas wie das Wohnzimmer für euch geworden in den vergangenen Jahren oder warum kommt ihr immer wieder gerne zurück in die Halle? Ja, das ist, also in die Halle passen so etwas über 2000 Leute rein. Und danach kommt gleich die Alsterdorfer Sporthalle bei uns mit 7000 Leuten. Und das ist, liegt zentral, die Halle. Die Leute können da gut hinkommen mit der Bahn. Und das machen wir schon seit, ich glaube, 88 veranstalten wir da in der Halle. Und das ist einfach unser Ding so. Und da wollen wir auch nicht gerne weg. Wir kennen das alles da und die Leute kennen das auch eben. Wandsbeker Sporthalle ist immer der Name. Und da sind immer mit so die besten Veranstaltungen gewesen. Ich denke auch, wenn die Leute dann hören Weihnachtsgala, dann macht's Klick, dann wissen die, aha, das ist das, was jedes Jahr im Dezember rum ist. Ich würde auch so weit gehen und sagen, es ist eigentlich eine Kultveranstaltung in Hamburg oder generell in Deutschland, oder? Ja, an und für sich ja. Ja. Das muss man sagen. Jetzt ist es ja jetzt dieser nicht nur einfach eine Weihnachtsgala, sondern es sind ja gut 20 Jahre, muss man sagen, 20 Jahre Action jedes Jahr im Dezember. Da gibt es ja auch sicherlich Momente so von den letzten Veranstaltungen aus den Jahren davor, an die man sich gerne zurückerinnert. Hast du da so für dich Augenblicke Ja. in petto, die da dir in bester Erinnerung geblieben sind? Ja, erstmal 91, das war das erste Mal, wo wir live nach Thailand gemacht haben. Da hatte man schon Tränen in den Augen, als das so alles ablief, ne? Das war schon richtig gigantisch. Und dann auch der letzte Kampf von Samat, den hat er ja auch hier in Hamburg gemacht, den letzten Thai-Box-Kampf. Das sind so eine Sachen, so auch für alle Teilnehmer, ob das die Punkt- oder Ringrichter waren, das bleibt immer drin, ne? Gibt es auch so irgendwie so eine lustige Anekdote, so funny Moments, wo du so hier so uns mal so klein so erzählen könntest, so? Ja, da fällt mir jetzt nicht so ein. Ich habe mein Gedächtnis ist manchmal nicht so gut. Ich vergesse manchmal viel. Okay. Hast du eigentlich in der langen Zeit, wo ihr die Veranstaltung macht, auch schon mal dran gedacht, mit der Weihnachtsgala außerhalb von Hamburg zu gehen? Ob es jetzt meinetwegen Lübeck ist oder Neumünster oder Bremen oder hast du auch schon mal dran gedacht oder war das nie ein Thema, sondern Weihnachtsgala ist Hamburg, ist Wandsbeker Sporthalle, Punkt aus. Nein, an und für sich denken wir da nicht dran, weil wir arbeiten ja eben mit vielen Leuten zusammen, wo wir auch das Matchmaking für die Veranstaltung machen. Und dann würden wir denen ja praktisch so auf die Füße treten. Und wenn man kann was zusammen machen mit anderen Leuten, das schon eher mal. Aber so denken wir immer für Hamburg und die anderen jetzt in Kiel oder Lübeck, da sind da die ganzen Veranstalter und die sollen da auch veranstalten. Also das sehen wir nicht so, dass wir da jetzt unbedingt hinwollen. Wir wollen hier in Hamburg das gut aufziehen, weil Hamburg an und für sich immer gute Leute hat, also die ganze Jahre schon. Das ist Hamburg an und für sich sehr weit vorne liegt, schon alleine von den Schulen, die wir in Hamburg haben.
Ich glaube, ja, sind die meisten Schulen in einer Stadt in Deutschland. Würde ich so unterschreiben, ja. Und das ist so, und wir arbeiten wieder viel zusammen, alles, wir treffen uns oft. Und also das, wir machen ja auch diese ganzen Hausgalas. Wir haben jeden Monat 1 bis 2 Hausgalas. Und dadurch zieht man sich auch schon wieder so ein Publikum hoch und die Leute sind, die kommen enger zusammen alle. Was glaubst du, was macht die Weihnachtsgala in Hamburg so besonders? Was macht den Erfolg aus? Ja, einmal, dass Weihnachten ist. Und dass wir im Prinzip auch immer so Leute holen, die wir selber auch gerne sehen wollen. Das war früher schon mit Ramon Decker oder Ballantyne. Alles, was wir gerne selber sehen wollen, die holt man dann ja auch. Und das geht ja nicht darum, nur jetzt, dass mein Mann jetzt gegen irgendeinen gewinnt, sondern dass man die Leute, die man selber sehen will, und da haben wir schon immer so an und für sich gute Leute eh und je schon immer geholt, ob es Lucia Reichers war oder sonst, Ramon Decker, wie gesagt, Mongo Dead, also Lückverein, das wir haben schon fast alle gehabt und das waren immer die, die man noch sehen wollte. Und früher auch Bruce Özbeck. Ja, der Blitz aus Stade, ich glaube, vor ja, allem auch die älteren Fans, der Mann ist legendär, definitiv. Also als Kämpfer auch, sag ich mal, durch seine Auftritte, der das eigentlich, finde ich, genau gewusst hat, wie kann ich Show mit Kampf verbinden. Ja. Also, das muss man ja so sagen. Also, und hat jeden Gegner genommen. Ja, der ist das definitiv. Also ich glaube, den Bruce, das war so einer, den konntest du nachts anrufen und sagen, hier, da ist eine Veranstaltung, willst du kämpfen? Und der hätte wahrscheinlich ohne zu zögern zugesagt. Den haben wir nachts angerufen. Okay. Ja, daher finde ich es eigentlich, muss ich sagen, umso dramatischer, was mit ihm dann jetzt eigentlich so passiert ist. Schade, dass es waren wahrscheinlich die berühmten Kämpfe zu viel. Schade eigentlich, auch wenn man ihn gern gesehen hat. Aber also ich hoffe, dass es ihm mittlerweile wieder ein bisschen besser geht. Ja, gut. Weiter, Hamburg ist ja eine Stadt mit Weltruf. Kann man also, würdest du ja auch so unterschreiben, ne? Ach ja, das kann man sagen. Da gibt es ja auch eine Menge Stars und Sternchen oder solche, die sich dafür halten. Haben sich denn auch so die sogenannten VIPs bei euch angesagt? Gibt es da vielleicht ein paar, die sagen, hey, wo du sagen kannst, hey, bei uns kommt der und der und der? Ja, also wer immer kommt, ist Karl-Heinz Schwensen. Ja. Der ist immer bei uns. Und das ist manchmal unterschiedlich. So wie hatten wir den Florian Harloff oder auch, was früher auch mit bei Bruce war, die Schauspieler wie und Jürgen Vogel, Richie Müller. Aber diesmal ist nicht so. Aber dann, wir machen in dem Bereich nicht so viel. Das ist das. Wir sind ja eben auch mehr Sportler und wir kümmern uns mehr um diese ganzen sportlichen Sachen. Und so für diese Promi-Sachen und so, da fehlen uns meistens auch die Leute, die da richtig Ahnung von haben. Und das machen wir nicht so, weil das nicht unser Ding ist. Ne? Ja. Wird zwar schön, aber wenn man sich da nicht so mit befasst, dann ist das, macht man vielleicht mehr kaputt, als dass das positiv wird für uns. Jetzt haben wir aktuell die Mixfight Gala und Thailand vs. Challenger Series auf Eurosport gehabt. Wir haben die Stekos auf Sat.1. Wir haben jetzt vor kurzem die Keters Fight Gala auf dem Livestream in Sat.1 gehabt. Wirst du sagen, man befindet sich jetzt wieder auf dem richtigen Weg, damit das Thai und Kickboxen wieder zu mehr Anerkennung gelangt? So, ich sage jetzt mal so, wie es jetzt vielleicht in den Ende der 90er oder so war, wo es wirklich die großen Veranstaltungen in Karlsruhe, in Düsseldorf, in Berlin, in Hamburg gab. Ist man da wieder auf dem richtigen Weg? Ich glaube schon. Das K1 hat für uns wieder viel gebracht. Und das alles, wir ziehen ja alles auf der Welle, fahren wir alle mit. Durch das K1 sind wir alle wieder hochgekommen, also dass das mehr in den Medien ist. Und das, also es geht weit nach vorne. Das glaube ich schon. Ja. Es dauert noch ein bisschen, weil auch die alte Garde vom Boxen noch da ist. Und wenn die weg sind, dann ja, ist so. Okay. Du bist Trainer, du bist Veranstalter, du bist Vertreter der WKN oder Präsident der WKN Germany. Wie schafft man da den Spagat zwischen den ganzen Tätigkeiten? Und was ist dann eigentlich auch nervenaufreibend? Der Veranstalter, weil man hier so viel organisieren muss, oder als Trainer direkt am Ring, wenn man sieht, der Schützling kämpft und ich muss den in die richtigen Bahnen lenken? Ja, das ist im Grunde genommen ist alles schlimm. Wenn es nicht richtig läuft, dann ist es egal. Wir machen ja auch eben, jetzt für andere Veranstaltungen sind wir auch immer zuständig. Und das ist schon genauso, man kann nicht schlafen, als wenn das die eigene Veranstaltung ist. Und wir müssen ja immer meistens die schlechten Nachrichten übermitteln, wenn einer ausgefallen ist, der ist krank oder hat einen Unfall gehabt.
Und wir müssen das ja mal sagen. Und wir sind immer die Ansprechpartner. Und deswegen sind wir praktisch im Dauerstress hier. Das ist schon schlimm. Deshalb hast du auch immer weniger Haare auf dem Kopf. Ja, genau. Keine Zeit zum Wachsen. Gibt es vielleicht noch ein paar Specials oder ein paar, ja, ich sage jetzt mal, Besonderheiten, wo ihr für die Zuschauer oder was ihr euch habt für die Zuschauer einfallen lassen, die am 10. Dezember kommen werden, sozusagen, was du uns jetzt verraten kannst, als Appetit haben? An und für sich nicht. Wir haben diesmal, sind wir, glaube ich, bei 18 Kämpfen und da haben wir keine Zeit für irgendwas anderes noch zu machen. Wir hätten gerne so ein bisschen Show gemacht, wie früher haben wir viel gemacht noch so mit schönen Shows dabei. Aber wir haben gedacht, jetzt haben wir so viele Kämpfe und die müssen wir gut durchziehen, sonst sind wir da bis nachts um zwei dabei. Ja, deswegen, die Kämpfe an sich sollen diesmal der Lecker ein bisschen für die Leute sein. Ja, denke ich auch, Sport pur soll im Vordergrund stehen. Also ich hoffe, dass wir jetzt schon mal fürs Erste den Hörern noch ein bisschen Lust gemacht haben auf die Weihnachtsgala. Man kann es ja verbunden, das Ganze verbinden, meine ich, mit einem Besuch auf dem Fischmarkt. Weil, natürlich. Aftershow-Party einfach durchmachen, rüber zum Fischmarkt oder für alle, die es ein bisschen ruhiger wollen, Besuch im Miniaturwunderland. Man ist ja verschieden. Wenn jetzt einer sagt, hey, ich habe Lust bekommen, habe aber noch keine Karte, wo können sich die Hörer hinwenden? Wo können man jetzt noch Eintrittskarten erwerben? Ja, sicherlich bei uns hier im Quangym, da kann man noch welche kriegen. Und woanders ist das schon ziemlich eng. Also wir haben eine sehr gute Resonanz diesmal. Und da wird es knapp an Karten, muss ich ehrlich sagen. Oha, also das heißt, Eile ist geboten. Dann würde ich sagen, damit die Leute nicht so lange suchen müssen, sag einfach nochmal die Telefonnummer vom Quantum durch oder die Mailadresse, wo die Leute sich hinwenden können. Ja, das ist, die Nummer ist 040 25 49 2249 oder über Internet, das ist wkn-germany@web.de. Ja, also ich hoffe, die Hörer haben sich das jetzt gut notiert und ich kann es eigentlich wirklich nur jedem empfehlen. Ich meine, wie gesagt, die Fightcard, wir hatten es drüber gehabt. Top Leute sind da am Start. Also ist wirklich nur jedem zu empfehlen. Wolfgang, ich sag mal, vielen, vielen Dank, dass du dir doch in der wirklichen hektischen Vorbereitungszeit Zeit genommen hast, zu uns in die Sendung zu kommen. Und ich wünsche dir und deinem Team wirklich viel, viel Erfolg für den 10. Dezember und dass es hier ordentlich knallen wird. Das finde ich nett und wir haben zu danken. Ein Mann wird am 10. Dezember ganz besonders im Fokus stehen. Den Blick nach vorne gerichtet und nur ein Ziel im Visier. Lokalmatador Dima Weimer möchte an die großartige Leistung aus dem Feuer anknüpfen und sich den zweiten WM-Titel seiner Karriere holen. Unlängst hat sich der Schützling von Lutz Burmeister in der Riege der Topkämpfer in Deutschland etabliert. Jetzt steht einem neuerlichen Triumph nur der Schweizer Mustafa Kitscher im Weg. Was heißt nur, dieser konnte bereits 2009 in Essen bei einem WM-Kampf gegen Marc Vogel seine Klasse unter Beweis stellen und wird sicherlich eine ganz harte Nuss werden. Herzlich willkommen, Dima Weimer. Hallo, vielen Dank. Dima, herzlich willkommen bei Ground & Pound Radio Impact Zone. Wie geht's dir und wie laufen die Vorbereitungen für deinen WM-Kampf am 10. Dezember in Hamburg? Also mir geht es soweit ganz gut. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Nächste Woche ist es ja schon soweit. Und also ich freue mich auf den Kampf. Die Vorbereitung ist gut gelaufen. Es gab eine kleine Unterbrechung, weil ich dienstlich in Gorleben unterwegs war. Aber das hat jetzt uns keinen Beinbruch bereitet. Das war eine lockere Entspannung, sage ich mal. Und jetzt geht die Vorbereitung weiter. Okay, dein Gegner wird Mustafa Kitscher, ein in der Schweiz lebender Türke sein. Was weißt du von ihm und wie schätzt du ihn ein? Also über den Mustafa Kitscher weiß ich nicht allzu viel. Ich weiß nur, dass er ein erfahrener Mann ist mit vielen Kämpfen. Er kommt aus dem Thai-Boxen, ist Titelträger von 3 WM-Gürteln, was schon einiges über ihn aussagt. Er hat gute Leute geschlagen, auch in Deutschland, unter anderem den Alex Vogel, der auch kein Unbekannter ist. Und das zeugt schon von einer sehr guten Klasse. Also das wird ein sehr, sehr guter Gegner, wie es halt für einen WM-Kampf gehört. Soll ja kein Geschenk sein. Okay, kleine Korrektur muss ich sagen, es war Marc Vogel, aber ist nicht so schlimm. Genau, der Bruder. hast du dir zusammen jetzt mit deinen Trainern Lutz Burmeister und Wolfgang Gier schon mal ein paar Videos angeschaut oder ist es nicht so dein Ding und du sagst ja, ich nehme es, wie es kommt?
Also, man muss auch dazu sagen, über ihn ist im Internet nicht so viel zu finden. Alles, was zu finden war, haben wir analysiert, haben uns angeguckt. Aber man muss auch dazu sagen, dass ich mich dann auf meine Ecke an dem Abend verlasse und an dem Abend dann entschieden wird, wo seine Stärken und Schwächen sind und wo er offen ist. Und dass ich mich jetzt, wir haben uns schon damit beschäftigt, aber jetzt nicht überwiegend. Wir werden an dem Abend sehen, wie der Verlauf sein wird. Ja. Habt ihr euch da auch schon so eine gewisse Taktik, so eine Grundtaktik zurechtgelegt, damit es jetzt kein vorweihnachtliches Déjà-vu gibt? Oder ist es so eine No-Go-Frage, die ein Reporter einem Kämpfer vorm Kampf nie stellen darf? Ja, also natürlich hat man sich einen, sag ich mal, einen Kriegsplan zurechtgelegt. Der ist ganz einfach, gewinnen. Und das ist die Kurzfassung. Okay, dann kurz und knapp. Dima Weimer schlägt Mustafa Kitschai, weil. Weil Dima Weimer super vorbereitet ist und heiß auf den zweiten Titel. Okay, jetzt haben wir dich ja nicht nur in die Sendung geholt, natürlich hauptsächlich, um deinen WM-Kampf da mal ein bisschen vorzufühlen, aber auch mal so ein bisschen so die letzten Monate so Revue passieren zu lassen. Im August, da hattest du zum Beispiel die Chance auf einen WKA-WM-Titel bekommen und ein bisschen Karlsruhe auf der Steakhouse Fight Night gegen Semen Poskutin in den Ring gestiegen. Genau. Du hast nach Punkten verloren. Was lief schief? Also eigentlich muss man ehrlich sagen, er war einfach besser. Er hat ein bisschen mehr gemacht. Es war ein Heimsieg für ihn. Und es war ein guter Mann. Also es war keine Chance, gegen ihn zu verlieren. Er ist Boxweltmeister, hat unheimlich viele Kämpfe, super viel Erfahrung. Und also das war ein Vollkontaktkampf, was nicht meine, sag ich mal, Stärke ist. Das war eine Ausnahme für mich. Normalerweise kämpfe ich ja im Kickboxen, im K1. Vollkontakt ist halt alles ohne Low-Kicks. Und da wird man, sag ich mal, einem Einsatzmittel beraubt, was ich gerne einsetze im Kampf. Über meine letzten Kämpfe habe ich auch schon einige Kämpfe mit einem Low-Kick beendet. Das konnte ich diesmal gar nicht einsetzen. Und an sich, was ist schiefgelaufen? Wie gesagt, er war an dem Abend in seiner Kategorie im Vollkontakt halt ein bisschen besser, muss man ehrlich eingestehen. Ja, aber ich glaube dennoch, es war mit Abstand der vielleicht technisch beste und auch spannendste Kampf. Jetzt nicht, weil er über die vollen 5 Runden gegangen ist, sondern weil man wirklich zwei absolute Top-Sportler im Ring gesehen hat. Wann hast du aber im Kampf gemerkt, da hilft jetzt nur noch ein K.O., wenn ich jetzt Poskutin schlagen will? Also wenn ich ehrlich bin, habe ich mir das schon von Anfang an gedacht, weil man kämpft, sag ich mal, gegen den, ja, er hat zu Hause gekämpft und ich hätte ihn eigentlich nur, da wird auch nicht so ein Titel, sag ich mal, verschenkt. Und ich hätte deutlich klar besser sein müssen oder ihn annocken oder ausnocken müssen, um da zu gewinnen. Ich glaube nicht, dass ich da mit einem Sieg, Punktsieg rausspaziert wäre. Und der Kampf hat soweit sehr gut angefangen, aber Poskutin hat sich sehr umgestellt. Er hat im Kampf gezeigt, wie erfahren der ist und hat sich gut auf mich eingestellt. Es war ein offener Schlagabtausch, wie gesagt, war ein guter Kampf. Aber letztendlich habe ich dann auch zum Ende gemerkt, okay, dass Poskutin ab und zu mal vielleicht einen Schlag mehr drin hatte, boxerisch, weil er auch, sag ich mal, vom Boxen kommt, auch Boxweltmeister ist. Und das hat ihm letztendlich den Sieg gebracht, dass er ab und zu mal eine Faust mehr drin hatte. Ging dann zum Schluss eigentlich auch nicht mehr, weil er hatte ich ja mal angeklingelt und musste es angezählt werden. War da nicht mehr drin von deiner Seite aus? Wie gesagt, ich habe alles gegeben und wie gesagt, das ist ein erfahrener Mann, den haut man nicht einfach so um. Ich habe die Lücken gesucht, habe die umgesetzt, aber leider hat es dann nicht gereicht, um ihn auszunocken. Du hast es gerade eingangs gesagt, du bist, was viele vielleicht nicht wissen, bist bei der Polizei und du hast bis vor wenigen Tagen noch einen Einsatz gehabt beim Castor-Transport. Du hast es eben gesagt, ja, das war jetzt mehr Entspannung, aber wenn man so mal Bilder im TV sieht, dann sieht es doch eigentlich alles andere als entspannt aus. Wie ist Nein, es eigentlich so gelaufen? das war eine kleine Floskel von mir. Wir waren von Donnerstag bis Montag da und also so wirklich entspannt war es dann nicht, weil ich nebenbei mich auf den Kampf vorbereiten musste und es war körperlich doch sehr anstrengend, weil man wenig Schlaf hatte und man war viel unterwegs und wie man in den Bildern schon im Fernsehen gesehen hat, hatte die Polizei da gut zu tun gehabt. Es war alles andere als entspannt. Das war schon eine körperliche Belastung, aber das soll jetzt dem Training kein Beinbruch gewesen Ja, sein. ja. Die Gewichtsklasse, in der du kämpfst, so 72 bis 75 Kilo rum, so Pi mal Daumen, das heißt, da wo du dich bewegst. Ich würde sagen, das ist die derzeit wohl interessanteste und ganz und heißeste, die es in Deutschland gibt. Da tummeln sich Leute, Kämpfer wie
Semen Poskutin, die Gebrüder Kehl, Alex Schmidt, Barker Barakat, Mohamed Gür. Wo würdest du dich sehen bei den ganzen Kämpfern? Wie würde dein persönliches Top-5-Ranking aussehen? Das ist schwer zu sagen, weil das es gibt auch Höhen und Tiefen, sowohl bei den Kämpfern, so bei mir zum Beispiel mein Kampf verloren, dann ist man ein Jahr ungeschlagen. Zurzeit würde ich mich schon bei den Top 5 in Deutschland sehen, und aber ich bin auf jeden Fall noch im Aufwärtsdrang, sage ich mal, noch höher zu kommen. Und von daher, wie du schon gesagt hast, ist in Deutschland die Konkurrenz in dieser Gewichtsklasse enorm hoch. Und das ist auch nicht so einfach. Und wie gesagt, das wechselt quasi wöchentlich und monatlich mit den Kämpfen. Mal verliert man, mal gewinnt man. Aber ich würde mich selber schon zur Top 5 zählen. Weil ich auch schon die, sag ich mal, die Stärksten auch in Deutschland gekämpft habe. Einige geschlagen. Und von daher würde ich mich schon in der Top 5 sehen. Ja, oder auch zum Beispiel den Riesenkampf gegen Dennis Schneidmiller bei Gannon's Ring. Das war ja das so das Highlight des ganzen Abends, haben wir viele Leute berichtet. Muss man schon sagen, ich glaube, wie du es auch gerade angemerkt hast, ist es schwierig zu sagen, der ist die Nummer 1 oder der. Aber ich sage mal so, wenn es sich einrichten lassen würde, so ein Tournament, so ein 8-Mann-Tournament mit den vermeintlich 8 Top-Kämpfern, das wäre schon was, wobei, naja, Verbandssache ist ja wieder, spielt ja dann auch wieder mit, das wird ja dann schwierig werden. Jetzt gibt es natürlich auch die Sorte von Kämpfern, die gerne mal so ein bisschen Trash-Talk machen, um einen herauszufordern, so, ich hau den weg und das ist überhaupt kein Gegner für mich. Bei dir scheint es alles ein bisschen anders zu sein. Du wirkst eher ruhig, freundlich, so vom Wesen her. Beschreibt es auch den Menschen Dima Weimer? Ja, durch und durch. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin durch mein Training so sehr ausgelastet, dass ich keinen Drang verspüre, außerhalb irgendwo noch Aggression aufzubauen. Ich habe einen anstrengenden Beruf, anstrengendes Training, und ich muss sagen, alle Aggressionen, die ich habe, die baue ich so ziemlich im Sport ab. Und außerdem habe ich auch Respekt vor jedem anderen Gegner, auch gegen Leute, gegen die ich kämpfe. Die behandle ich auch sehr respektvoll, jeden Kämpfer, der in den Ring steigt und einen Kampf beschreitet. Das, wie gesagt, zeugt für mich von Respekt, und ich bringe mir auch meinen Gegnern Respekt gegenüber. Auch wenn am Ende nur einer gewinnt und ich natürlich derjenige sein will, der als Sieger oben steht und ich alles gebe, und dann gibt es nur einen. Aber letztendlich will ich keinem meinem Gegner was Böses. Ich will nur einen sportlichen Sieg, einen sportlichen Erfolg, und wünsche meinen Gegnern alles Gute, dass sie gesund aus dem Kampf rausgehen. Gesunde Einstellung, wie ich finde. Was würdest du sagen, unterscheidet den Menschen vom Kämpfer Dima Weimer? Ja, also der Kämpfer Dima Weimer ist schon manchmal, sag ich mal, egoistisch. Der will gewinnen, der will als Sieger dastehen, der setzt sich durch mit den Ellenbogen, sag ich mal, weil er letztendlich auch der Bessere und der Beste im Ring sein will. Der Mensch ist, sag ich mal, ein bisschen sozialer. Und das sind die Unterschiede. Okay. Ich finde, da gibt es so eine ganz interessante Geschichte, wo vielleicht auch nicht viele darüber Bescheid wissen. Und zwar bei der letzten Humans Fight Night hast du gekämpft im Tournament, bist bis ins Finale gekommen und musstest dann gegen Barker Barakat antreten. Ursprünglich, so hatte mir Human damals gesagt, warst du eigentlich gar nicht fürs Tournament vorgesehen. Genau. Bist aber dann doch angetreten und hast letztendlich gegen einen Freund und auch einen Trainingspartner antreten müssen, da sich ja Barakat im Jim Kwan vorbereitet hatte. Wie schwer war das für dich, dann gegen ihn anzutreten, oder ist es dann wirklich so, im Ring gibt es keine Freundschaft mehr? Ja, man muss von vornherein sagen, wie gesagt, ich war nur als Ersatzkampf für den Kampf angedacht, weil das ja letztes Jahr war, und letztes Jahr war für mich das Ziel der WM-Kampf, den ich letztes Jahr beschritten hatte. Deshalb sollte ich bei der Humans Fight Night nur einen Ersatzkampf machen. Bin eine Woche vorher ins Tournament reingerutscht und habe da meiner Meinung nach super Kämpfe gemacht. Ich habe im ersten Kampf Egon Rush ausgenockt, im zweiten Kampf, was einer meiner wichtigsten Kämpfe war, habe ich Shamsi Pekini nach Punkten geschlagen. Ein Highlight des Abends. Genau, den Mann kennt jeder weltweit in der Kampfsportszene, und den konnte ich dann nach Punkten auch besiegen. Und im Finale trat ich dann auf Baka Barakat, mit dem ich mich die 2 Wochen zuvor zusammen, mehr oder weniger zusammen im Gym vorbereitet hatte. Und da konnte ich jetzt sportlich und privat nicht ganz voneinander trennen. Was, ja gut, letztendlich habe ich Baka den Kampf gegönnt. Er hat 3-mal so viel Kämpfe wie ich, ist 3-mal so lange dabei, sage ich mal, und ist eine Ikone im Kampfsport. Von daher, wenn man die beiden Personen miteinander vergleicht, Dima Weimer und Baka Barakat, hat er, ja, was
Also an dem Abend hat er besser ausgesehen und an sich habe ich ihm den Kampf auch gegönnt und den Sieg. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, ob es jetzt der Kampf gegen Shamsi war im Halbfinale oder das Finale gegen Barker, es waren zwei Riesenkämpfe, wie ich finde. Also es hat mich im Fernsehen selten so begeistert. Für mich auch gezeigt, dass die Kämpfer aus Deutschland auf einem klaren Weg sich befinden nach oben. Und ich denke, eine bessere Werbung, sportlich knallhart, aber trotzdem fair, kann es eigentlich, konnte es an diesem Abend fürs Time-Kickboxen, finde ich, gar nicht geben. Würdest du das auch so sehen? Das stimmt, das sehe ich auch als eine erfolgreiche Veranstaltung hier für den Veranstalter, sondern auch für die Kämpfer und allgemein für den Kampfsport. Das war, also für den Kampfsport war es, sage ich mal, ein großer Schritt nach vorne. Okay, jetzt habe ich natürlich noch ein bisschen was mit dir vor. Und zwar, oha. ja. Und zwar möchte ich dir 5 Stichpunkte nennen und ich bitte dich, mir ganz spontan mit einem Wort zu sagen, was dir dazu einfällt. Okay? Ja. Okay. HSV oder St. Pauli? HSV. Hamburg. Weltstadt. Wolfgang Gier. Mein Manager. Fischmarkt. Viel zu früh. Dima Weimer. Weltmeister 2011. Okay. So, zum Abschluss hast du jetzt noch die Möglichkeit, ein paar Worte an die Hörer und auch an deine Fans zu richten. Ich meine, davon hast du ja auch sicherlich einige. Das stimmt. Die Zeit möchte ich auch gerne nutzen, denn ohne Fans wären wir Kämpfer, sage ich mal, nichts, weil letztendlich kommen sie immer wieder. Und das freut mich auch, wenn mich Leute auf der Straße erkennen oder mich anschreiben oder jedes Mal von meinem Kampf schreiben oder rufen mich Leute an, die ich vorher nicht kannte, und sagen, ey, ich habe letztes Mal einen Kampf von dir gesehen, ich bin so begeistert, ich habe mich für den Kampfsport begeistert, trainieren vielleicht nicht selber, aber wollen unbedingt als Zuschauer dabei sein. Und das, wie gesagt, dafür möchte ich mich bedanken bei den Fans, bei den Hörern, die sich die Zeit nehmen, das Interview anhören und dann auch zu den Kämpfen gehen und uns unterstützen, weil damit wachsen wir auch Kämpfer auf. Das ist ein gutes Gefühl, wenn man in den Ring geht und da applaudieren die Menschen, feuern einen an und nach dem Kampf kommen sie dir und sagen, ey, super Kampf, geil gemacht, hat uns super Spaß gemacht. Und das treibt einen nach vorne, weil den Kampfsport macht man nicht nur für sich und seine Trainer, den macht man auch für seine Fans. Und wie gesagt, da freut man sich, wenn die Anzahl wächst und wächst. Und von daher möchte ich mich bei denen ganz herzlich bedanken. Bei jedem Einzelnen, der zu dem Kampf kommt, sich eine Karte kauft und letztendlich mich unterstützt. So, ich glaube, dann hättest du viel zu tun, wenn jetzt, weiß ich nicht, 2.000, 3.000 kommt und du bist und davon sind vielleicht die Hälfte Dima Weimar-Fans, dann müsstest du viele Hände schütteln. Das stimmt. Um es aber mal sportlich zu sehen, und möchtest du vielleicht deinem Kontrahenten Mustafa Kitschai noch ein paar warme Worte mit auf den Weg geben, wenn er sich nach Hamburg aufmacht? Ja, ich möchte ihm die Worte auf den Weg geben. Ich hoffe, dass er sich gut vorbereitet hat und dass er einen guten Gegner stellen wird, damit es ein spannender Kampf für die Fans wird. Und letztendlich darf er auch nicht beleidigt sein, wenn er verliert, weil ich steige in den Ring, weil ich dieses Jahr Weltmeister werden möchte. Ja, super. Also Dima, ich sag mal, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, in die Sendung zu kommen. Und ich kann dir eigentlich nur alle Daumen drücken, auch wenn ich nur 2 habe, für den WM-Kampf am 10. Dezember. Und ich hoffe, dass der nächste WM-Titel wieder deiner sein wird. Und für alle Leute, denen wir jetzt Lust gemacht haben, am 10. Dezember nach Hamburg zu kommen. Dem hat zwar gesagt, der Fischmarkt ist ein bisschen früh, aber man kann das Ganze vielleicht, die Fight Night, mit Aftershow-Party durchmachen. Das stimmt, dann gleich die Bibel ist definitiv. Genau, dann durchmachen und zum Fischmarkt drüber gehen, ist bestimmt eine Riesensache. Dima, wie gesagt, vielen Dank und toi, toi, toi für den WM-Kampf. Danke, vielen Dank für die Zeit, danke. Ja, doch nicht nur bei Dima Weimar stehen die Zeichen voll auf Angriff. Auch unser nächster Gast will in Hamburg wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Und dabei sah es bis vor kurzem noch gar nicht so gut aus. Eine Verletzung machte unserem 1,65 Meter großen und 55 Kilo leichten Gast schwer zu schaffen. Hallo Meryem Uslu. Hallo Tobias. Meryem, herzlich willkommen in der Sendung. Auch an dich die Frage, wie laufen deine Vorbereitungen zum Kampf am 10. Dezember in deiner Heimatstadt Hamburg? Meine Vorbereitungen laufen momentan sehr gut. Ich bin sehr fit, bin toi 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 nicht erkältet, nicht krank geworden. Also ich konnte durchgehend trainieren. Fühle mich sehr stark und freue mich auf meine Gegnerin. Ja, du kämpfst ja gegen Silvana Prümboom aus den Niederlanden. Was weißt du? Leider nicht mehr. Der Kampf kommt doch nicht zustande. Meine Gegnerin, beziehungsweise das Team Golden Glory hat wieder abgesagt. Wir sollten schon letzten Monat gegeneinander kämpfen.
Dort haben die einen Tag vorher abgesagt, diesmal eine Woche vorher. Ja, also habe aber auch eine neue Gegnerin schon bekommen. Meine Gegnerin kommt aus dem Scorpio Gym. Okay, wer wird es sein? Die Aref Tashirmas. Sie hat 41 Kämpfe, ist noch jung, ist noch 19 Jahre jung. Eine sehr starke Frau, habe mir auch schon Videos angeguckt. Denke, wird schon eine Knallerei werden. Jetzt ist natürlich, wenn es wieder so kurzfristig die Kämpferin oder die Gegnerin wechselt, schwierig, sich eine Taktik zurechtzulegen. Aber habt ihr euch trotzdem oder du mit deinem Trainer Lutz Burmesser schon irgendwie so einen kleinen Schlachtplan ausgearbeitet? Ja, also die Holländer kämpfen ja immer gleich nach vorne, ballern sich, die haben immer Luft, sind immer technisch gut und die Taktik ist einfach wie immer. Nach vorne gehen, mitballern und versuchen, für sich zu entscheiden. Okay, jetzt ist es ja für dich ein Comeback. Dazu kommt, warum, wieso, weshalb Comeback, komme ich gleich noch dazu. Da könnte man meinen, okay, für ein Comeback nach einer Verletzung, da nimmt man sich vielleicht eine etwas in Anführungszeichen einfache Gegnerin. Aber du hast gerade gesagt, die hat einen guten Kampfrekord. Ja. Warum willst du gleich eine schwerere Gegnerin haben? Ja, ich denke, eine leichte Gegnerin zu finden ist eh schwer für mich. Ich habe 36 Kämpfe, bin in der B-Klasse und viele wollen auch gar nicht mehr gegen mich kämpfen. Das ist jetzt nicht arrogant gemeint, das ist wirklich so. Und deswegen haben wir gedacht, dann holen wir uns eine gleichberechtigte, eine starke Frau und wenn ich verliere, dann verliere ich. Und ja. Okay. Also, du hast es gerade gesagt. Ich hatte es im vorherigen Interview mit Dima. Beschreibt es jetzt eigentlich auch den Menschen mehr im Uslo, sich mit den Besten messen zu wollen, auch wenn man in Gefahr läuft, dass der Schuss nach hinten losgeht? Ja, auf jeden Fall. Also ich trainiere sehr hart und möchte auch gegen die Besten kämpfen. Möchte wissen, wo ich stehe. Möchte mich weiterentwickeln. Ich glaube, man kann sich nur entwickeln, wenn man nur gegen die Guten kämpft. Absolut. Ich hatte es gerade eben gesagt, es ist ein Comeback nach überstandener Verletzung, ja. Die du ja in Holland zugezogen hast. Erzähl uns doch mal, was genau ist da passiert? Ich sollte an einem Vier-Frauen-Turnier teilnehmen. Vor Ort haben wir aber erfahren, dass drei Frauen ausgefallen sind. Dann wurden zwei Frauen, die eigentlich einen Superfight machen sollten, bis 60 Kilo, wurden ins Turnier reingenommen. Dann wurde verlost, dann sollte ich gegen eine Frau kämpfen, die eigentlich schon mal A-Klasse gekämpft hat, schon reichlich Kämpfe hatte. Die hat mir dann auch gleich in die Knie gekickt. Oh. Dann lag ich erstmal nach einer dritten Runde im Ring, mein Knie war total durch, gleich ins Krankenhaus gefahren und ja, am nächsten Tag in Hamburg sagte man dann, dass ich einen Innenbandanriss hatte am Knie und dann hieß es erstmal 6 Monate nichts machen. Oha, das hört sich in der Tat wirklich nicht sonderlich gut an, muss ich ja sagen. Also jeder, der Sportler ist und schon mal eine Bänderverletzung gehabt hat, der weiß ja, dass sowas ziemlich langwierig sein kann. Jetzt habe ich mir sagen lassen, du trainierst nicht nur sehr gerne, so eine kleine Trainingsweltmeisterin und versuchst auch gerne, also immer, die 100% zu geben. Wie schwer ist es dann für jemand, der gerne trainiert, dann bedingt durch die Verletzung, nichts machen zu können und auch nichts machen zu dürfen? Grauenvoll. Also ich konnte nach 1-2 Monaten wieder ein bisschen humpeln, bin ich auch gleich hierher gekommen. Zumindest wollte ich hier sein und zugucken, aber es ist auch sehr schlimm gewesen für mich, weil man will sich ja schon bewegen. Das glaube ich dir. Was viele vielleicht gar nicht so mitbekommen haben, du hast dieses Jahr auch einen Kampf in Kanada gehabt. Sicherlich ein besonderes Erlebnis gewesen. Wie selbst hast du den Trip in das Land der Ahornblätter erlebt? Kanada war super, super schön. Also es war ja nicht nur zum Kämpfen, es war wie ein kleiner Urlaub für mich schon. Die Kanadier sind sehr hochprofessionell, also auch sehr, sehr, sehr nette Leute, haben uns rumgefahren, haben uns alles gezeigt von der Stadt. Und es war auch für mich war es einfach traumhaft. Also könnte ich immer wieder hin zum Kämpfen. Du hast gerade gesagt, sehr professionell, im Telefonat hat uns dein Trainer Lutz Burmester gesagt, das ging dann so weit, dass es war das gleiche Tape für alle, Wasser war ausreichend da, es bekam jeder das Gleiche, nicht, dass dann hinterher irgendwie einer was behaupten kann. Ja. Ist es eine Professionalität, die du in Deutschland irgendwo auch ein Stück weit vermisst? Irgendwo schon. Also
die achten wirklich auf Gesundheit. Also wir mussten vom Bluttest bis alles, also die haben uns wirklich alles kontrolliert, dass wir auch gesundheitlich da sind. Die haben uns begleitet, dass wir bis zur Toilette, die haben uns denselben Tape gegeben wie unsere Gegner. Also wir haben alles war aufgepasst. Das war einfach, ich kann es gar nicht beschreiben, es war einfach hochprofessionell und das habe ich noch nie vorher gesehen. Das kenne ich nur aus Kanada. Ja, da wäre es natürlich wünschenswert, wenn es in Deutschland irgendwann, also wenn man sich so mal ein Stück weit in die richtige Richtung da bewegt. Jetzt gibt es ja in Deutschland nicht wirklich gerade viele Frauen, die im Tarn Kickboxen aktiv sind. Was glaubst du, woran liegt es eigentlich? Du meinst mit Kämpfen? Ja, genau. Ja, es ist nicht so einfach. Also wir haben, das Niveau in Deutschland ist einfach zu unterschiedlich. Wir haben entweder ganz gute, so wie Anja Fuchs oder Silke Metzelin oder halt Frauen, die wirklich Erfahrung haben. Und wir haben die 2-3 Kämpfe haben und nie die Mitte. Wir haben nie wir haben keine 15 C-Klasse Frauen in Deutschland, die mal gegeneinander kämpfen könnten. Wir haben höchstens nur 2 C-Klasse Frauen und dann B und A. Ja. Aber wir haben diese, wie in Holland nicht, wir haben einfach die Masse nicht an Frauen, die kämpfen. Und ich denke, jeder hört auch auf, der mal gegen einen stärkere, erfahrene gekämpft hat. Das könnte sicherlich möglich sein. Also so die erfahrenste oder auch medial bekannteste ist momentan ganz klar Dr. Christine Theis aus München. Hast du schon mal kämpfen sehen? Was hältst du von ihr als Kämpferin? Ja, also für mich... Ich finde, ich bin nicht so ein Freund von Full-Contact, muss ich ehrlich zugeben. Für mich wird sie einfach nur durch die Medien hochgesprochen. Ich denke, es gibt definitiv in Deutschland bessere Frauen. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, also gut, ich meine, das hat ja jeder seine Meinung, ist ja gar keine Frage. Aber denkst du auch, dass es trotzdem vielleicht auch ein, so, ich sage jetzt mal, Zugpferd ist, wo man sagt, okay, die Frauen bekommen jetzt auch so langsam ihre Daseinsberechtigung, um zu zeigen, hey, wir sind auch da, wir können auch gute und spektakuläre Kämpfe abliefern. Definitiv. Also ich denke, wenn es nicht die Thais wäre, sondern eine andere, eine stärkere, ich würde auch Anja Fuchs zum Beispiel vorschlagen, im Fernsehen wäre, würde ich das viel besser finden fürs Frauen-Thai-Boxen als Christine Theis. Also ich finde nicht, dass sie das Frauen-Thai-Boxen oder Kickboxen repräsentiert. Du hast gerade Namen Anja Futsch gesagt. Du kämpfst jetzt selbst so um den Dreh rum, sag ich mal, so 55 Kilo plus minus das eine oder andere. Wäre es für dich ein Problem oder könntest du auch bis auf 60 Kilo hochgehen, um eventuell, wenn man dir einen Kampf anbieten würde, gegen Dr. Christine Theis oder eben IKBF-Weltmeisterin Anja Futsch zu bestreiten? Also gegen Christine Theis hätte ich eigentlich die Chance mal gehabt zu kämpfen. Aber komischerweise ist der Kampf doch nicht zustande gekommen. Dann wurde Wolfgang angerufen und der Kampf wurde nicht zugesagt von Seiten von Steko. Und würde ich aber sofort machen, also hätte ich kein Problem. Genauso gegen Anja Fusch, wenn ich so ein Angebot bekommen würde, würde ich auch gerne annehmen. Ja, denke ich mal, wäre auch eine Riesensache. Bei den Männern gibt es K1, auch wenn die jetzt nicht mehr so ganz aktuell sind. It's Showtime, den Kings Cup, die Fight Code Serie. Lediglich bei der Muay Thai Premier League sind auch Damen wie Julie Kitchen, Valentina Shevchenko im Einsatz. Ist der Markt vielleicht global jetzt gesehen, vielleicht noch nicht so bereit für geballte Frauenpower? Doch, ich denke schon. Also beim Muay Thai Premier League, da machen wirklich hochklassige Frauen mit. Julie Kitchen ist einfach eine Ikone in Sachen Muay Thai. Absolut. Ich denke, das ist richtig Frauen-Thai-Boxen, was da gezeigt wird beim Muay Thai Premier League. Und ich denke, eine Christine Theis könnte damit nicht mithalten. Und deswegen denke ich, sollte man mehr solche Frauen zeigen als die Frau Dr. Theis. Okay. Ich persönlich sehe das so. Nein, es ist ja auch gar nicht schlimm. Ich meine, jeder hat da seine eigene Meinung. Es ist auch gut so, dass es so ist. Du trainierst ja im Gym Quan in Hamburg. Wie gehen da so die männlichen Kollegen mit dir um? Wirst du da jetzt ein bisschen gesondert behandelt, weil ja, du bist eine Frau und da kann man ja nicht so richtig? Oder gibt es da überhaupt keine Ausnahme? Sagt, okay, die will es hier, die will hier kämpfen, die trainiert hier, also muss auch ein bisschen was vertragen können.
Ja, also wir sind im Raum, trennen wir Geschlechter immer. Also wir sind bei alle, haben denselben Geschlecht, wir sind alle Kämpfer und da trennen sie gar nicht, ob ich, also da gucken die gar nicht drauf, ob ich ein Mädchen bin oder so. Also da wird auch mal zugeschlagen, da sind die auch mal härter. Also okay. Ich kenne das nicht anders. Im Februar 2012 wirst du 25, wenn ich jetzt richtig genau informiert bin. Wo, das meine ich, sei noch kein Alter von der Kämpferin generell, aber wo würdest du sagen, siehst du dich in 5 bzw. 10 Jahren? In 5 bzw. 10 Jahren möchte ich auf jeden Fall einen sehr guten Job, also in meinem Job eine sehr gute Karriere hinlegen. Wenn ich es noch kann, körperlich und zeitlich, würde ich gerne weiterhin kämpfen. Und ja, eine gute Frage. Also ich überlege gar nicht über die Zukunft. Ja gut, heute ist der Tag, auf den es ankommt. Wer weiß schon, was in 5 oder in 10 Jahren ist. Da kann man natürlich viel drüber spekulieren. Kämpferinnen und Kämpfer im Allgemeinen, die haben ja alle, ich sage jetzt mal, so einen kleinen Tick. Ganz gleich, was es ist. Gibt's denn bei dir irgendwas, wo wir jetzt zum Beispiel sagen würden, Mensch, das hätten wir jetzt von dir überhaupt nicht gedacht. Ganz gleich, was es ist. Ein Tick. Ich esse gerne. Auch wenn ich Gewicht machen muss, esse ich gerne. Ich hoffe, das hört mein Trainer jetzt nicht. Das ist, glaube ich, mein größter Tick oder meine Schwäche. Das heißt, dann kommt dann Schokolade oder darf es dann auch schon mal ein Burger sein? Oder alles Mögliche. Ich esse querbeet. Unglaublich. Liebe Zuhörer, die Frau wiegt so um die 55 Kilo und isst, wie sie will. Ach ja, das hätte ich auch noch mal gern. So, zum Abschluss hast du jetzt nochmal die Möglichkeit, ein paar Worte so an deine Hörer, an die Hörer, an deine Fans zu richten. Du kannst aber auch so, wie Dima das gemacht hat, so noch ein paar Worte an deine Gegnerin richten, so ein paar warme Worte, wenn es dann dem kälter wird, die ihr vielleicht mit auf den Weg geben willst. Also erstmal möchte ich mich bei allen bedanken, die mich unterstützen, die an mich glauben, die auch am 12.10. zu meinem Kampf kommen, um mich zu unterstützen. Ich möchte mich auch bei meinem Trainer bedanken, der sich wirklich sehr viel Zeit nimmt, um mich vorzubereiten. Und meine Gegnerin, ich freue mich sehr auf meine Gegnerin. Ich denke, wir werden einen sehr schönen Kampf machen. Hab einen riesen Respekt vor ihr. Und ja, vielen Dank. Mariam, ich sag mal, vielen Dank, dass du dir auch so kurz vor der Veranstaltung die Zeit genommen hast. Ich habe mich jetzt tierisch gefreut, endlich auch mal eine Frau da zu haben. Wie du es gesagt hast, es gibt ja leider nicht so viele in Deutschland. Anja Futsch, Silke Metzeltin, Frau Dr. Theis, Cindy Metz oder es sind wirklich nicht viele. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast und ich drücke dir die Daumen, dass es ein erfolgreicher 10. Dezember werden wird und dass du danach, ruhig Weihnachten feiern kannst und da kannst du auch wieder zuschlagen. Ich glaube, da sagt auch der Trainer nichts. Nein, glaube ich auch. Dankeschön, Tobias. Ich danke dir. So, liebe Kampfsportfreunde, wir sind für heute am Ende unserer Sendung angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Ground & Pound Radio Impact Zone. Mein Name ist Tobias Gerold und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Hallo Kampfsportfans, hier ist Mariam Uslu und ihr hört Ground & Pound Radio.